Juhu an alle, willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Convention. Im letzten Part habe ich irgendwie geschafft, einen lustigen Bug auszulösen. Und zwar läuft man da durch eine Passage ganz normal in diesem normalen G-Modus. Bin ich um die Ecke gelaufen, hat ein Soldat hat mich entdeckt, hat angefangen auf mich zu schießen. Ich konnte aber selber nicht kämpfen, aber ich konnte auch nicht sterben, nämlich einfach durch die Mission durchgelaufen. Ich habe auch gerade immer nochmal den guten Gecko LP kurz gefragt, was ich da machen soll, ob ich das normal machen werde. Ich werde auf jeden Fall erstmal hier nochmal weiterzocken und ganz am Ende von dem Let's Play werde ich die Mission vielleicht nochmal normal machen, also durchkämpfen. Wir machen auf jeden Fall jetzt hier weiter. Ihr könnt weiterhin schreiben, ob ihr es wollt oder ob ihr einfach sagt, scheiß drauf. Bist durch die Mission einfach durchgelaufen. Oder, ja. So, wir gehen jetzt hier weiter. Wir sollen das Tor sprengen. Ich finde es immer noch sehr seltsam, warum wir es machen sollen. Man kommt nämlich auch so vorbei. Und wenn wir das nämlich machen, entdecken uns die Soldaten auch noch dabei. Tut mir echt leid. So, die. Und der noch, ne? Wie viel sehen tut mir eigentlich nicht hier. Okay. Ja, ich will die Typen aber schon gerne umbringen. Wo ist eigentlich der scheiß Scheinwerfer, der hin und her schwenkt? Den sieht man nämlich nicht. Wo soll der sein? Ach, der ist das. Ja, normale Leute gehen nämlich hier am Rand raus. Halt! Wir warten hier auf das Ziel. Nämlich da. Oh Mann, ich werde immer entdeckt. Das ist echt scheiße, ja. Das gefällt mir nicht. Position halten. Hey, guys. Jetzt hat die Tür aufgesprengt. Alles klar, da können wir ja mal ganz gesmoothed eine Granate reinschmeißen. Negativ. Zurzeit keine Spur vom Gegner. Bin in Position. Greife Ziel an. Ich gehe ran. Nachrücken. Los, los. Kann ihn nicht sehen. Erledige den Kerl. Nähere mich dem Ziel. Er ist weg. Durchsucht den Abschnitt. Findet und erledigt den Penner. Oh, 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 oh. Lass du mich nicht sehen, ist auf dem Ziel. Weiß irgendjemand, wo er steckt? Ich pass von hier aus auf. Ach komm, lass mir den mal in Ruhe. Keine Spur vom Ziel. Sieht ihn jemand? Ich nicht. Machen wir die Markierung mal weg. Drückt man nämlich einfach eine Kuh gedrückt halten und dann gehen die Markierungen alle wieder weg. Kein Kontakt, wiederhole, ich bin hier noch nie lang gelaufen. Jetzt liegen hier auf jeden Fall schon sehr viele Security-Typen, die tot sind. Kommt mir eigentlich irgendwie so drüber, das wäre mal. Suche weiter! Keine Spur vom Gegner! Aber von ihren eigenen hat es auch einer durch oder war ich das für uns? Bis jetzt kein Kontakt. Ich suche weiter. Kommen Sie jetzt an? Nö, kommen Sie nicht.
So Leute, ich gehe mal ganz in Ruhe durchs Tor durch, ne? Weiße Haus erreichen. Ich glaube, ich kann da mal Tab auf den Boden schmeißen. Ja. Haben wir hier irgendwelche lustigen Gegner? Nö. So ein Dreck. Und ich baue Mauer? Nee, doch nicht. Kann man hier das Gestrüpp laufen? Ah, jetzt merken sie hinten, dass einer gestorben ist. Unzerstörbar. Gibt es hier ein paar Gegner, die ich schon markieren kann? Nein, gibt es nicht. Aber hier sind auf jeden Fall Gegner, das weiß ich. Da. Durchsuchen, Ziel finden und neutralisieren. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Jetzt. Ich mach's aber immer spannend hier, ja? Ich wollte dann diese Waffe greifen. So, hier ist aber offenbar keiner mehr. Naja, lieber Laube aufgeräumt, ist gar nicht aufgeräumt, ne? Ah, das ist die Kurve. Hier, Black Arrow. Schwarzer Adler heißt das doch, glaube ich. Oder sowas da. Sam, wo steckst du? Ich komme durch die Vordertür. Negativ. Reed hat sie gesichert. Ich werde dir stattdessen die Tür im Garten öffnen. Okay, bin auf dem Weg. Aber wir haben ja noch die Markierungen. Position halten, wir warten hier. Los, los, los! Kein Sichtkontakt mit Ziel. Dammit! Ich bin aber immer so kurz davor zu sterben. So kurz davor. Ich hab dein Talent dafür. Am Rande vom Tode müsste auch mal ein Archiv mitgeben. Sei 5 Minuten lang fast tot. Okay, ja, ist okay. Wo ist die Präsidentin? Nein. Noch mehr Secret Service. Sie gehen zum Westflügel. Wir stoßen auf Widerstand. Nein, sie werden einfach die Präsidentin aufgeben. Im Vergleich zu dem, was im Weißen Haus geschah, war das auf der Straße eine Party. Nicht Black Arrow, sondern Reeds Leute waren darin. Sie durchkämmten Raum für Raum. Reed hatte einen Großteil der Sicherheitssysteme von Third Echelon ausschalten lassen. Der EMP-Impuls erledigte den Rest. Der Präsidentin blieb nur der Secret Service. Der genügte nicht. Sam kämpfte sich durchs Weiße Haus vor, während die Leute, die er ausgebildet hatte, versuchten, ihn umzulegen. Grimm, naja, sie übernahm den schwierigeren Teil.
Na komm. Ein bisschen Spaß im Waisenhaus haben, ne? Tja. Im Bundestag kann das nicht passieren. Okay. Weiter geht's. Gibt's nämlich keine Privatarmeen. Jedenfalls, soweit ich mich erinnern kann. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ah ja, lustiges Achievement, nämlich eine Tür, worin nichts ist. Falls man wissen will. Die meisten Türen sind nämlich hier gesperrt. Bitte holt Verstärkung! Das ergibt keinen Sinn. Was? Die Operation? Unsere Befehle? Was treiben wir hier? Wir gehören doch zum Team, das das Zielobjekt erledigt. Ja, hier sind zwei Gegner, da kann man einfach beilaufen. Unsere unterkühlten Eisprinzessin. Und die ist die rechte Hand vom Boss. Wenn die so... Sam, wenn deine Person! Was zur Hölle? Jungs! Das liegt auf einem Weg zum Westflügel. Geh dorthin. Triff mich danach im Presseraum. Dann überlegen wir uns, was wir mit Reed machen. Ich glaube, es sind die Waffen, die hier alle haben. Ich werde trotzdem die hier nehmen. Ja, so. Ja, normalerweise entdecken die ja eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, warum sie das mitbekommen haben. Aber ist nicht so schlimm. Dafür hat mir jetzt halt nicht gehört, was die gute Krim da gesagt hat. Ah ja, das ist so scheiße hier. Ich will mich da dran. Oh, fuck you. Nein. Ja, genau sowas meine ich. Wo starte ich jetzt? Oh, na okay. Und die ist die rechte Hand vom Boss, wenn die... Halt, Fischer! So kann man es auch machen. Oder wenn man eine Granate in der Mitte, es gibt so viele Möglichkeiten. Reed hat Vizepräsident Sampson samt Wache in den Ballsaal geschickt. Erwartet dort darauf, als nächster Präsident vorgestellt zu werden. Das liegt auf meinem Weg zum Westflügel. Geh dorthin. Triff mich danach im Presseraum. Dann überlegen wir uns, was wir mit Reed machen. Bitte, nicht schießen! Ja, diesmal hatten wir auch gehört, was da gesagt wurde. Machen wir erstmal unsere Lieblingswaffe raus, nämlich die hier. Das ist nämlich echt scheiße hier. Man kann hätten zwar lustige Dinge machen, wie aus dem Fenster rausspringen und so. Und Kronleuchter runterholen. Ziel noch immer nicht in Sicht! Schauen wir die Wachen schauen, die müssten mich jetzt gerade nicht sehen. Jetzt! Vielleicht ist der längst tot! Findet den Kerl! Sucht das Ganze vergessen! Oh Mann! Ach, die Minen sind so schön. Scheiße! Der ist erledigt! Mann! Verdammt! Ich werde mir den Kerl vornehmen! Okay. Es gibt hier immer noch Feindaktivität! Oh, die Zielperson ist noch hier! Das ist immer am einfachsten, das so zu machen, ne? Wie sind denn eigentlich noch da? Ja, offenbar nur noch der hier. In den Raum jedenfalls. Einer von uns wurde umgelegt. Noch nicht. Weiter suchen. Er muss hier irgendwo sein. Keine Spur vom Ziel. Sieht ihn jemand? Ja, ich sehe ihn. Guck mal, hier bin ich. Ich bleibe hier und halte wach.
tschüss. Oh, unzerstörbare Scheinwerfer, ist doch schön. Ist denn jemand in dem Raum hier drin? Nein. Keine Ahnung, wo der Kerl ist. Sieht ihn jemand? Schöne Kronleuchter hier. Kein Ziel! Erbitte weitere Befehle! War ganz okay. Fand ich auch. Machen wir hier wieder Granaten rein. Ja, spielen wir halt. Also ich finde die Fänge sind so super, weil die Gegner die haben überhaupt nicht entdecken. Und hier ist der nächste Safe-Punkt. Wir können nicht hier lang, wir müssen auch andere lang. Ja, ist schon ziemlich Korridor hier alles, aber. Sich nur dabei gedacht, was wäre gewesen, wenn ich mir einen Querschläger eingefangen hätte. Keine Ahnung. Wir haben alles unter Kontrolle. Sie sind hier vollkommen sicher. Wen willst du hier eigentlich verscheißern, Kleiner? Reed hat überhaupt keinen Plan, stimmt's? Director Reed hat angerufen. Er hat die Präsidentin bald. Alles verläuft nach Plan. Ach, wirklich? Und an welcher Stelle seines Plans legt er Sam Fisher um? Davon spricht dieser Bastard von Reed gar nicht mehr, was? Sir. Oh, das war leicht. Hab schon Scheiße von meinen. Sie sind still. Gut. Sie kapieren es einfach nicht, was? Sie können mir nichts anhaben. Ich werde geschützt. Sie können mir nichts anhaben. Was immer Sie abgehalfterte Karikatur eines Spions auch vorhaben, vergessen Sie es. Ich werde geschützt. Ich bin unantastbar. Ach, wirklich? Das wird sicherlich wehtun, aber egal. Sie haben mich angeschossen! Nein! Also, unantastbar können Sie getrost streichen. Tut das weh? Na wirklich, was ist der Sinn dahinter? Mieses Schwein! Und wie unzerstörbare Lampen? Sichern den Vizepräsidenten, das hat Priorität! Darf ich machen? Wir gehen rein! Gegner gesichtet! Vorstoßen! Ich gehe vor, so ist der Verstärkung! Los! Bin auf dem Weg! Haben wir auf jeden Fall hinten ja schon mal eine Karte platziert? Nahtoffall. Oh, sind so viele Gegner, what the fuck? Kein Sichtkontakt zum Ziel. Weiß irgendjemand, wo er steckt? Ne, mehr geht nicht, ne? Hey, guys! Scheiße! Du siehst, die haben alle auf die Explosion geachtet und deswegen hat niemand gesehen, wo die Granate herkam. Ich meine, wo Schuss herkam. Nein! Nein! Warum kamen die auf einmal alle rüber? Naja, müssen wir es nochmal machen, würde ich sagen. What the fuck? Oh, ich hätte dich dann scheiße. Nein! Oh, bin ich echt so doof, das zu machen? Ich sehe schon. So, die kommen von da, also muss ich mich jetzt hier hinhocken. Sichert den Vizepräsidenten, das hat Priorität. Der Vizepräsident, er ist verletzt! Halt ihn nicht! Halt ihn aus! Sichert das Paket, los!
versteckt. Komm hier eh und so. Warum macht denn der das nicht? Okay. Ja, die sind dazu. Vizepräsident, er ist verletzt. Sammeln und auf Fischung. Macht ihn fertig. Verdammter Mist. Ziel angreifen. Sichert das Paket. Los. Feindlich los. Was zum? Hey, hier haben wir uns irgendwo anders hin, keine Ahnung. Da wurde es echt ziemlich gut geklappt, bis es entdeckt wurde. Sichert den Vizepräsidenten, das hat Priorität. Vizepräsident, er ist verletzt. Fertig machen. Fischer, macht ihn fertig. Wow. Wow. Bereit machen zum Angriff. Sichert das Paket. Los. Das soll wichtig sein. Ich auf die andere rennen. Okay, ich auf die andere Seite. Warum geht das auf einmal nicht mehr? Sichert den Vizepräsidenten, das hat Priorität. Der Vizepräsident, er ist verletzt. Fischer, macht ihn fertig. Angreifen, gebe Feuerschutz. Sichert das Paket, los. Kontakt, es ist Fischer. Nur auf die harte Tour lassen die sich regeln. Okay, Kommt jetzt garantiert hoffentlich gleich in den Speicherstand. Spiel, Speicherstand, bla. Ich mach auch gleich Schluss. Ich kann jetzt wieder rauscutten. Okay. Die Musik wollen wir jetzt noch schnell. Kann nicht angreifen, Ziel ist verdeckt. Rauch, Luft! So, ist hier noch irgendeiner, Leute. So, hier ist offenbar perfekt. Ja, kommen sich diese Szene bekannt vor? Aus dem Hauptmenü? Als Grimm Sam erreichte, waren Reeds Männer bereits dabei, die Tür vom Oval Office einzutreten. Sie war dort und musste mit ansehen, wie die Sicherheitsbeamten der Präsidentin reihenweise ausgeschaltet wurden.
Geplant war, dass Sam sich mit Grimm im Presseraum treffen würde. Dort wollten sie dann ihre weitere Vorgehensweise besprechen. Natürlich hatte Grimm sich bereits einen Plan zurechtgelegt. Sie hatte Sam nichts davon erzählt, was nicht weiter verwunderlich war. Manche Dinge ändern sich einfach nie. So Leute, im nächsten Part geht's dann hier weiter. Ich verabschiede mich für jetzt. Bis dahin, ciao.